Ah, buongiorno zur mittlerweile Folge Duo von Kochtop. Den Sie da schon haben gehört, ist der Francisco. Er wird heute für uns der Internet-Experte sein, wird die neuesten Nachrichten, Post und Tweets aus dem Mediale Soziale zu uns bringen. Si. Bist du soweit, Francisco? Francisco bringt alle Tweets aus dem Mediale, ist alles gut, Browser hochgefahren, Antigen deaktiviert, Cookies eingeschaltet, Unfall auf Newborn nie gelöscht, alles okay. Du alter Spitzebergeris. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist der Markus heute nicht dabei, aber trotzdem werden wir speziale Italiener kochen. Markus, wo kommst du her? Liberare von Disall. Du hast deine Fesseln gelöst? Wer ist der Stupidius, der dafür verantwortlich ist? Ja, ich habe mir überlegt, der doppelte Moderationstalent ist für Kochsendung immer gut. Was erlauben, Franz? Du denkst wie die Flasche leer. Ich hab fertig. Ciao. Verdauung. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Denn heute kochen wir Spaghetti. Für unser heutiges Rezept Spaghetti haben wir natürlich wieder die frischesten Zutaten eingekauft. Wir haben hier die Spaghetti, wir haben ganz frischen Speck, wir haben 6 frische Eier, wir haben Schlagsahne und natürlich auch Parmesan. Und da fangen wir auch direkt an mit Kochen. Ich hole schon mal das Wasser. Und du kannst ja schon mal anfangen, hier diesen Speck zu schneiden. Wie viel denn? 2 große? Markus, mach einfach so, dass es reicht. So, der Topf ist voll. Jetzt auf dem Herd. Volle Bude aufdrehen und dann warten, bis der Mist überkocht. Das geht aber heute auch wieder schwer. Na Markus, du hältst das Messer ja auch ganz falsch. Das Messer darfst du nicht so halten, das musst du so halten. Okay. Was wäre ich nur ohne dich? Tja, scheinbar ein BWL-Student. Nachdem wir in das Wasser noch eine Prise Salz getan haben, müssen wir jetzt noch die Pfanne heiß machen. Na, was trägst du heute unter deiner Beschichtung? Ich denke, Frank, das mit dem Heißel machen überlassen wir lieber dem Herd. Der kann das besser als du. Aber was sagen eigentlich unsere Zuschauer dazu? Unsere Zuschauer über Knuddels hat uns Tante Anne geschrieben. Wie bereitet ihr eigentlich Kuvertüre im Rückkuchen zu? Tja, mit viel Geschick. Ja, und wir haben auch immer Geschick da. Und dann... Oh nein, das ist heute gerade irgendwie alle. Das ist aber gar kein Problem. Man kann das einfach in jedem Baumarkt kaufen. Für uns... Jetzt habe ich das Ding verschluckt. Na egal. Für unsere Spaghetti... benötigen wir natürlich auch noch... Na? Toastbrot! Ich meinte eigentlich dieses Hartweizenprodukt hier. Die Spaghetti. Kann man übrigens auch in der Mitte zerbrechen. Falls die Nudel zu lang ist. So, unser Wasser kocht jetzt schon, das heißt, ich kann jetzt schon mal die Spaghetti reintun. Und wenn die Pfanne heiß genug ist, kannst du schon mal den Speck reintun. Okay. Ich füge jetzt das Fleisch hinzu. Franz, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Ist schon jemand auf YouPorn gewechselt? Nein, Kochtop hat gigantische Reichweiten. Und eine Frage von Stani Lugaland. Liebes Kochtop-Team, ich wüsste gern, was euer Rezept für Kochwäsche ist. Ja, das ist wirklich sehr einfach. Ja, das ist ganz einfach. 2-mal der Hälfte nimmt man einfach immer. Oder, um es günstig zu halten, einfach klauen. Das mach ich aber immer. Jetzt haben wir hier das Eigelb und das können wir jetzt schon mal hier in
diesen Topf reintun. Und jetzt musst du nur noch diese gallertartige FDP-Masse mit etwas Sahne und mit etwas Parmesan verrühren. Und ich kann schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer reintun. Soll ich da den Parmesan schon mal reiben? Ja, mach das. Okay. Jetzt noch die Sahne. Und wieder, ne? Auch kann man ruhig ein bisschen mehr Salz nehmen. Und dafür nicht ganz so viel Pfeffer. Jetzt ordentlich durchrühren. Wenn man damit rührt, dann kann man auch noch die Schadstoffe rausfiltern. Nachdem wir jetzt vorgerührt haben und die wichtigsten und schlimmsten Schadstoffe rausgefiltert haben, müssen wir es nur noch verquirlen. Da wir aber mega endkrass geile YOLO-Swag-Koch-Profi-Hipster sind, nehmen wir keinen einfachen Quirl, sondern diesen Mega-Mixer. Schmeiß an den Scheiß. Alles klar, ich schmeiß das noch rein. Deckel drauf. Und schon kann's los. Ja, sag's doch gleich. Und was denkst du? Ja, man muss nur noch schauen, ob sie al dente sind. Um zu sehen, ob Spaghetti schon al dente sind, wirft man sie einfach an eine glatte Oberfläche. Al dente. Ja, scheint gut zu sein. Also jetzt einfach das Wasser abgießen und dann sind immerhin schon mal die Nudeln fertig. Dann gießen wir das Wasser ab. Ich habe schon mal 3 Tassen mit Tee drunter gestellt. Dann kann man nämlich das Wasser, was jetzt abläuft, einfach direkt nochmal weiterverwenden. Wie ein frischer, salziger Duft vom Mittelmeer. So, da können wir jetzt einmal die Soße und den Speck schon in die Nudeln unterrühren. Das sieht wirklich schon gut aus. Genau, und jetzt ungefähr so 1 Minute lang unterrühren. Franz, wie sieht's eigentlich aus? Was macht denn StudiVZ? Ja, StudiVZ wird jetzt vom MDR finanziert und heißt SeniorenVZ. Und da haben wir auch eine Anfrage bekommen von André Schreier. Der fragt, schreckt man die Spaghetti mit kaltem Wasser ab oder wie verhindert man, dass sie zusammenkleben, Frank? Ja, also wenn man so jemanden wie Markus dabei hat, da braucht man eigentlich nichts zum Abschrecken. Hahaha. Es geht aber auch, wenn ich nicht mit dabei bin, mit Brennspiritus oder Waschbenzin. Bei Waschbenzin wird auch alles schön sauber. So Markus, aber nicht zu lange rühren, sonst... Verbrennt nämlich alles, weil du zu sehr reibst. Markus, nicht schlafen! Markus, nicht einschlafen! Ja, ich denke, das passt so. Na, das sieht doch fertig aus. Ich muss nur noch auf den Teller verteilen und dann können wir essen. Das war unsere 2. Folge Kochtop. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gern versuchen, es zu Hause nachzukochen. Macht euch aber nicht so viele Hoffnung. Wenn ihr auf Facebook seid, könnt ihr uns einfach gefällt mir'n. Ja, oder ihr addet uns einfach auf MySpace. Na dann sage ich, buon appetit. Tschüss. Ciao. Wo fährt's noch? Wunderbar, schönes Game.